Hollerö, Honeypop-Fans. Ich will zu Niki. Wo ist sie eigentlich? Ach, sie ist im Café. Bye. Ja, tschüss. Tschüss, Lola. What's up? Hey. Hey. Lass mal kurz gucken. Wir können hier Sachen kaufen. Ein excellent gift. Ja, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich suche nach... Das ist gut. Aber das suche ich gar nicht. Ich wollte eigentlich Dinge haben, die... Ach nee, Moment, Mann. Warte. Ich wollte eigentlich diese Geschenke haben. Die Geschenke kommen von den Mädels selber, ne? Die kann ich gar nicht kaufen. Ja, dann ist auch egal. Dann kriegst du jetzt von mir einen Zapper. Und Seaweed? Nee, du kriegst ein Notizbuch. Du möchtest sicher Sachen aufschreiben. Und dann kriegst du gleich einen Lollipop und einen Sundae und Cotton Candy. Boah, ich stopf alles in sie rein. Sie wird richtig fett. Und Seaweed, so. Hier! Holy shit! Where the fuck did you find this? Ebay? Möchtest du eigentlich an was lutschen? Zum Beispiel an dem Lollipop? Ja, okay. Thanks. Ja, okay. Cool. Hey, wie geht's dir eigentlich? I want to ask you about something we talked about before. Ja. How much school have I gone through? Oh, du hast gerade Dingsbums beendet. Nope. Wait, no. That's actually right. Und ich bin schon wieder noch reingefallen. Ich dachte, die verarscht mich. Also, die verarscht mich. Sie verarscht mich. What's on your mind? Hey, mich würde interessieren. Darf ich sie nach ihren Boobs fragen? Mach ich einfach. I knew that was coming sooner or later. C-Cup. Oh, ist doch in Ordnung. Also, ich bin in erster Linie immer froh, wenn es zwei sind. Do you mind if I ask you a question, Ray? Ja, frag dich mal. Ja. Are you generally an optimistic or pessimistic person? Oh, scheiße. Psh, fuck this world and everybody in it. Ist das eher so ihrs? Oder bin ich eher so neutral? Weil sie scheint mir sehr, sehr pessimistisch zu sein, aber fuck this world ist vielleicht zu viel. Ah, eher so Mitte. Yeah, that's probably a good thing. Ja. You can't be a grump all the time. Richtig, genau, das meine ich. Hey, ich habe noch ein Geschenk für dich. I really appreciate it, but you don't have to, like, buy me stuff. Ja, mach ich trotzdem. Bock auf ein Date? Nobody else has ever asked me out before. It's weird, but okay, sure. Nice, wohin geht's? Du darfst aussuchen, wo es hingehen soll. Scenic Overlook. Dann sind wir wieder oben. Schön. Really? It's a little romantic up here, don't you think? Oh, yeah. Mir geht gerade durch den Kopf, ich hätte mich vorher skillen sollen. Ich blöd Pampel. Kann ich das immer noch? Scheiße. Okay, dann nicht. Wie dumm von mir. Das ist mein Denkergeräusch. Das mache ich, wenn ich denke. Das mache ich nicht besonders oft. Ich würde das gerne nach rechts schieben. Nach links meine ich. So. Aber das ist zu wenig. Ich kann gerade sowieso nicht so viel machen. Den kann ich rüberschieben. Und kann ich eins von denen irgendwie... Nee, ne? Nicht so ohne weiteres. Nee, dann mache ich das so. Kann mir hier noch einen extra Move holen. Wow. Jetzt hatte ich ein bisschen Glück, dass hier diese scheiß Broken Heart Viecher nicht zusammengefallen sind. Wenn ich die zusammenschiebe, dürfte eigentlich nichts passieren.
hard. Machen wir mal so. Ah. Ich brauche noch unglaublich viele Punkte. Komm, ich schicke jetzt den hier schon mal rüber. Ach so, ich brauche Sentiments dafür. Ah, die habe ich natürlich gerade nicht. So, jetzt könnte ich, jetzt will ich aber gerade nicht. Vielleicht mache ich es einfach jetzt. So. That's awfully nice of you. Awfully nice. Echt? Okay, okay, okay. 13 Moves haben wir noch. Die Hälfte der Punktzahl haben wir auch schon sicher. Nee, was heißt sicher? Wenn ich wieder so ein scheiß Broken Heart Ficke kriege, dann ist hier nichts sicher. Moves und jetzt sieht es plötzlich nicht mehr so gut aus. Kann den einmal schieben hier. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ja, schön, dass du dich freust, aber das Date ist gleich zu Ende. Das will ich aber nicht. Hier ist. Den kann ich da reinschieben. Das ist so bitter. Ja, und den schiebe ich noch. Woo! Ha! Schön. Thanks. That wasn't as bad as I thought. Du bist schon ein bisschen pessimistisch, aber ich krieg dich noch rum. Was haben wir hier? Kyo hat mir was geschickt. You're so close. Once your relationship with a girl is at 4 or more hearts, there's a good chance you can pull her home after the next date. Take her out at night though. That's the only way you're gonna pull it off. Oh, okay. So, aber ich wollte mich doch noch ein bisschen skillen. Nochmal Talent. Und... Hey. Meine Croissants sind wirklich zu Baguettes geworden? Okay. Ich sehe auch gerade, dass ich hier... Was hatte ich denn vorher? Ich hatte vorher ein anderes Instrument. Jetzt habe ich ein Banjo. Ups, ich wollte es gar nicht verklicken. Ich wollte wissen, ob ich da noch irgendwie zurückblättern kann. Ja, es schadet wahrscheinlich nicht, wenn ich irgendwo zum Beispiel in Maximum Passion... Steht überall das Gleiche? Nee, das macht verschiedene Sachen, ja? Achso, Passion ist ja auch was völlig anderes als die anderen Tokens. Aber 100% mehr Passion ist schon nicht schlecht. Was macht Luck? A chance of generating a power token increases a blablabla. Achso, dann kriege ich einen von diesen dicken Tokens. Ja, die sind alle interessant. Die Penalty reduzieren finde ich gar nicht so schlecht. Allerdings, wenn ich aufpasse, wenn ich gut aufpasse, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Komm, dann hauen wir die zwei jeweils um einen hoch und dann... Dann... Hier, möchtest du ein Sunday? I'm eating shit like this all the time at work. Echt? Was hältst du von Cotton Candy? Well, I'm not gonna turn down free candy. Ha, natürlich nicht. Okay, wir reden noch ein bisschen und dann kriegst du am Ende synthetisches Seegras. This is
kind of a stupid question, but I guess I'll ask it anyway. Yeah. Do you believe in the paranormal? Wow, you mean like ghosts? No, don't be silly. You never know. I don't think we can rule it out or believe in it. I have actually seen a real ghost before. Naja, das ist vielleicht übertrieben. Ich gehe mal damit, weil ich glaube, sie hat da so eine gewisse Neigung zu. Yeah, right? Like, I've read some pretty interesting theories online about this stuff. Oh, online kannst du nur Scheiße lesen, aber ist okay. So, maybe this is kind of personal. Yeah. But do you go to a lot of parties? Nee, ich hasse Partys. I only go when I know my close friends are going to be there. I go to pretty much every party. Nein. I can't stand parties or the kind of people who go to them. Ditto. It's just an excuse to get Ditto. Drunk and act stupid. Ja, du hast völlig recht. Anything you want to talk about? Ja, mich würde interessieren, wie viel du wiegst. Das hatte ich glaube ich noch nicht. I'm like 100-something pounds. 104, I believe. 104, also ungefähr 52 Kilo. Okay, hier, dein Seegras. Hey, are you trying to, like, win me over or something with gifts? Vielleicht. Ich hatte gerade bei irgendwas freigeschaltet. Oh, ich habe Hairstyles. Aha. Oho. Na, lassen wir casual. Einfach so. Tschüss, ich gehe weg. Ich muss Zeit totschlagen, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich gehe zu. Geh zu Lola. Bye. Tschüss, Leroux. Hi, come, sit down with me. Yeah, ich habe gerade noch gesagt, ich hasse Partys und alle Leute, die da hingehen. Ist noch kein neuer Tag, dann können wir noch gar nicht daten. Ist egal, wir können quatschen. Hast du einen Lieblings... Jahreszeit? So ist das Wort. Cool. Und... Nein! Ach du Scheiße! Du warst 24? Good job. Memory Test. Ich gehe. Tschüss. Audrey schläft? Wie kann das sein? Good night. Good night. Ich gehe jetzt erstmal Fitness hier. Achso, sie schläft, weil Morning ist. Ja, gut, klar. Good morning. Ready to get to work? Moin, moin. I've got an idea. I'm gonna quiz you. It'll be fun. Oh nein. I bet you can't recall my favorite color. Can ya? Was? Deine Farbe war Ocean Blue. For a second, I wasn't sure you were gonna get it. Ach, easy. Ich hör doch zu, wenn du sprichst. Did you want to say something? Ja, mich würde interessieren, wann hast du eigentlich Geburtstag? March 16th. Mark it down. Krass. Ich habe am 10. März Geburtstag. Ist also ziemlich nah dran. Bock auf ein zweites Date? I'd love to. Let's make it happen. Ja, ich habe schon zweimal versaut. Bitte kein Tennis, okay? Okay, wir gehen über den Markt. Thanks for inviting me out. Such a nice day for the market. Nicht wahr? Ist auch super geiles Wetter. Da haben wir echt Glück. Ah, und jetzt? Der Start war so gut. Hey, du bist sweet. Da, das kann ich noch schön machen. Yes! Punkte, Punkte, Punkte! Ganz kurz nachdenken. Nicht gut genug nachgedacht.
Ah, scheiße, nein, Moment. Lieber den hier. Es gibt nämlich Punkte ohne Ende. Dann kann ich mir noch einen extra Zug holen. Dann schiebe ich ganz unauffällig den darüber. Den darüber. Ah, ich glaube, dieses Mal läuft es mit uns beiden. Hurra! I gotta admit, I wasn't too sure about you at first. Ja, und beim at second und at third. Lemon Cream Outfit. Schön. What was I going to ask you again? Oh, right. Frag mich was. Kind of a serious question. Serious, okay. Was denn? What are your thoughts on unplanned pregnancies? Oh, wow. Naja, wenn es passiert, passiert es halt, ne? I think it should be left up to the potential mother to decide. Ja, grundsätzlich ja. Nobody should have the right to decide if a baby is born or not. Oder I say, cancel the pregnancy. No sense in ruining two lives, right? Nee, eigentlich, das muss doch jeder selbst entscheiden. I have the same view. I chose to have my son, but I wouldn't want to force anybody. Ich muss mal gucken, wie alt war sie noch gleich? Oh, wissen wir gar nicht. Wissen wir gar nicht. Niki schläft? Warum schläft sie noch? Dann gehe ich halt zu Audrey. Ich will sie noch nicht machen, die hier, wer auch immer das ist. Weil ich schon mit vier Frauen überfordert bin. Knock 'em dead out there. Yes! Hi, warte mal kurz. Hey, just got out of the shower. What? Was thinking about you. I bet you wish the towel wasn't there, laughing my ass off. Und davon macht man ein Foto? Und schickt es einer wildfremden Person? Okay. Wohl wissen, was sie noch so im Regal stehen hat. So das übliche Zeug und eine Gummiente. Okay. Da ist immer noch nichts verwerflich dran. Lass uns miteinander sprechen. Oh klar, ich bin only the hearts of beautiful women. Oh my God, are you serious? Ich fand die Antwort so gut, ich wollte die nehmen. Ja, frag ihn mal. Du. Chicks who smoke. Bros who don't know how to let loose and have fun, ja. Well, you don't have to worry about me. Bevor ich ihr sage, dass flache Brüste blöd sind, wo sie nur B hat. Nur B, also. Hey! Brüste sind Brüste. Hey! With you? Ja. Yeah, sure. Whatever. Ja, ja. Just don't get your hopes up. Wohin geht's denn mit uns? Ice Rink? Was ist denn Ice Rink? Oh. God, could it be any colder in here? Bist du Banane? Warum glaubst du, warum muss es wohl, warum ist hier wohl, du bist ja so blöd, es muss kalt sein hier. Wohlbirne. Und dich date ich? Echt? Ah, geht weg mit diesen Broken Heart Tokens. Bitte, bitte, bitte. Mensch, sind das viele Broken Heart Tokens da unten. Mensch, 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 Mensch.
habe noch 10 Moves, das schaffe ich bei ihr wieder nicht. Die Frau ist viel zu anstrengend. Dann hauen wir mal den Teddy eben rein. Dann können wir hier da ein bisschen was rumschieben und da in der Hoffnung, dass Sachen von oben droppen, die ich gebrauchen kann. So, dann hole ich mir hier schnell einen extra Zug. Moment, kriege ich mehr Sachen irgendwie? Nee, nein, gut, dann nicht. Oh, oh nein, oh nein, oh! Kann ich direkt aufgeben? Was war das denn jetzt schon wieder? Eigentlich könnte ich wirklich aufgeben. Kann man aufgeben? Druck auf Escape bringt nichts. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Spiel überhaupt beende. Ja, seit der ersten Folge spiele ich gerade durch. Komplett. Ich brauche mehr Punkte. Am besten durch Talent. Obwohl sie selbst das Grüne. Oh, ich könnte es vielleicht doch noch schaffen. Wenn ich jetzt keinen Scheiß baue. Fehlt ein Punkt. Komm, da kann ich doch irgendwas machen. Außer die Dinger, die keine Punkte geben. Zum Beispiel Sentiment. Das bringt keine Punkte. Die Herzen bringen keine Punkte. Da ist noch was, meine Güte. Mein armes Herz, ich dachte, ich versau das schon wieder. Entschuldigung. So, quatschen wir dich nochmal tot. If you remembered anything, I'm sure it's the size of my tits. Huh? B. Holy shit. You actually got it right. Ja. Genau das habe ich mir gemerkt und mit diesem peinlichen Statement beende ich diese Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leroux.